So. Das war nicht hoch genug. Achso, der war noch nicht wieder da. Bisschen höher. Ja, es hat funktioniert. Oh mein Gott. So, und jetzt? Bis wohin muss ich das denn jetzt noch machen? Hier habe ich ja jetzt überhaupt keine Sicherheit. Wenn ich jetzt hier langlaufe. Ach du Scheiße. Bis. Hä? Und jetzt bin ich wieder hier unten. Klasse. Ja. Ach Mist. Ich wollte nicht die Spinne treffen. Tut mir leid. Kuro, Kuro, Kuro. Nein, falsche Richtung. Sorry. Nicht hoch genug. Nicht hoch genug. Ich verstehe es aber noch nicht wieso. Na gut, ich habe das jetzt auch erst nicht verstanden. Boah. Ja, sehr gut. So. Also ich meine, ich kann nach da unten gehen, aber dabei habe ich ja keinen Schutz. Und wenn ich hüpfe, bin ich auch nicht wirklich schneller, oder? Weiß nicht, ob ich nach da oben irgendwie... Nee. Ah, vielleicht... Vielleicht muss ich unten lang gehen. Okay, Moment. Hä, weil hier in dem Bild sieht das ja so aus, als könnte man sich da verstecken, aber da komme ich gar nicht hin. Ach Mensch. Ich dachte, ich hätte es jetzt fast. Aber dem war doch nicht so. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Kommen sie raus, kann sie reingucken oder so. Okay, das klappt jetzt wenigstens schon mal wie geschmiert. Schade, dass ich hier nicht speichern kann. Ach Mensch. Kann ich mich hinter diesem Holz da unten verstecken? Oh ja. Ah. Also manchmal ist das echt doof. Weiß man gar nicht, was man hier benutzen kann und was nicht. So, und jetzt muss ich nach da oben. Komme ich hier wieder raus? Okay. Schaffe ich das? Oh Mann, ich hoffe, ich schaffe das. Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Wuhu! Dieses Mal sind wir ihren Klauen so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Errungenschaft freigeschaltet. Konnte ich nicht lesen, so schnell. Vergiss aber nicht, Ori, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Eieieiei, also jetzt müssen wir wieder zum Trauerpass. Neues Ziel, berge den Sonnenstein vom Trauerpass. Okay, wir sind hier unten. Kurz nochmal gucken. Also hier hatten wir alles erkundet, so wie es aussieht. Elendsruin 100%, gut. Waldsenke haben wir nur 77%. Das ist ja eigentlich nicht so. Die Frage ist, wann kommt man gar nicht mehr zurück? Mondgrotte fehlen uns noch 90%. Haben wir 90%? Dornsumpf 93. Also hier fehlt uns überall noch irgendwas. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt, nachdem wir... Ach du Jemine, wir müssen nach ganz hier oben. Nachdem wir beim Trauerpass waren, hoffe ich, dass wir nochmal zurück können. Ich würde nämlich schon gerne alles erkunden. Okay, also erstmal müssen wir jetzt hier hoch. Das kann ich jetzt speichern. Na gut. Ah, hallo. Autsch. Okay, so.
Wir können jetzt auf dem Wind reiten, ja. Autsch. Ich wollte die eigentlich töten. Autsch. So. Und da ist noch ein Gegner. So. Heilung und speichern. Oh. Da oben war nichts mehr, ja. Das habe ich beim letzten Mal schon geguckt gehabt. Hallo Spinne. Wie geht's denn so? Gleich nicht mehr so gut. Und speichern. Hier müsste... Ach so. Gibt's hier dann so einen rollenden Typen, der gegen den ich umleiten kann vielleicht? Da oben. Habe ich das getroffen? Ja, Mann. Sehr geil. Ah. Hier können wir nochmal ein Kartensteinfragment einfügen. Und das hat mir jetzt das Tal des Windes. Wow. Hier fehlen mir aber noch 92%. Also irgendwas habe ich hier noch nicht erkundet. Naja, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, aber naja, wir wollen ja alles machen, also müssen wir das auch machen. So. Dann kommt der Typ ja wahrscheinlich jetzt gleich wieder, aber das ist egal. Ich entkomme dem ja ganz gut. Lalala. So, da unten war nichts mehr, oder? Hier ist ja nichts. Wir schweben einmal nach oben. Ja, das hier habe ich alles schon... Hier oben ist auch nicht irgendwie was versteckt, oder? Nee. Autsch. Ach, hier sind Stacheln. Ah, die habe ich nicht gesehen. Ich Dovi. Hab die Stacheln nicht gesehen. Da sind welche. Ich habe sie gesehen und bin trotzdem reingelaufen. Beziehungsweise ich konnte nicht schnell genug... Ah. Nicht schnell genug anhalten. Ah, oh, ich muss das aber jetzt nochmal. Schnell hier. Oh, das habe ich noch nicht. Wuhu! Sehr gut. War ich denn da rechts? Ach so, rechts kommen wir dann wieder. Okay. Na gut. Okay, einfach nur nicht töten lassen. Wobei, ich könnte den eigentlich töten, oder? Es gibt Erfahrungspunkte. Hier war der Hebel. Ach so, der öffnet dann einfach da das Tor. Aber da muss ich ja nicht lang jetzt, oder? Wobei ich natürlich da unten... Soll ich das noch kurz erkunden gehen? Ach komm. Jetzt bin ich schon mal da in der Nähe. Huch. Na, okay, der fliegt schon wieder weg. Oh, Frosch. Hallo. Ist das überhaupt ein Frosch? Also ich nenne den immer Frosch. Weil für mich sieht das aus wie so ein Frosch. Ach, ist der schon tot? Geil. Wo muss ich da lang? Einfach jetzt darunter. Wir speichern mal kurz hier. Naja, hier waren wieder doofe Krähen. Autsch. Und dann hier ins Wasser. Genau, das war dieses komische, wo ich schwimmen musste und das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber jetzt vielleicht. Oh, der ist einfach ins Wasser gesprungen, der Blödmann. Genau, das mit dem Hebel, das hat nicht so ganz geklappt. Aber vielleicht... Oh. Hilft mir jetzt der Dreifachsprung? Also der hilft mir auf jeden Fall schon mal hier rüber zu kommen. So, hier war der Hebel. Aha! Hehe. Einmal kurz hier speichern. So, und dann finden wir nämlich hier noch eine Energiezelle. Yippie, yippie, yay. Ich meine, das lohnt sich doch immer, oder? Das war gut, dass wir noch hier lang gegangen sind. So, jetzt habe ich auch hier alles erkundet, also diesen Pfad. Jetzt können wir noch hier kurz den Fisch töten. Den Piranha. Piranha.
Und das Tor braucht man dann gar nicht benutzen, weil man kann ja hier lang. Und direkt, ouch, nochmal in die Dornen, natürlich. Warum nicht? Ach ja, schnell schwimmen mit A. Juhu. Okay, aufpassen, hier oben sind Gegner. Wenn ich jetzt noch nach rechts gehe, da ist noch ganz viel nicht erkundet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Ich bin jetzt gerade hier, ne? Ich könnte jetzt noch... Nee, da komme ich doch eh nicht hin, glaube ich. Nee, lassen wir das einfach mal. Wir gehen jetzt wieder zurück. Jetzt muss ich erstmal wieder so einen Frosch hier töten. Nicht in die Stacheln. Sehr gut. Okay. Job's done. Autsch. Ja, da waren Stacheln. Das war nicht so gut. Ich hätte nochmal hier speichern sollen. Und jetzt vielleicht einfach an denen vorbeifliegen. Autsch. Das war nicht so nett. So. Da oben gibt es noch was, aber da komme ich ja nicht rein. Ich kann doch kein Tor zur Seite öffnen, oder? Vielleicht ja doch. Nee. Och Mensch, wie soll ich das denn machen? Ich kann ja auch hier nicht... Ich will das haben. Wie komme ich da dran? Kann mir das einer erklären? Autsch, das wollte ich nicht machen. Stirb! Und du auch. Bäh. So, dann, ach so. Ja, hier hatte ich alles erkundet im Nebelforst. Im Tal des Windes allerdings nicht, aber da kam ich ja auch nicht lang. Also da in dieses kleine Eckchen und da hoch. Das konnte man natürlich noch testen. Aber dann müsste ich wieder diesen scheiß Weg da hochgehen. Naja. Ein Versuch ist es wert, hä? Oh, hallo Frosch. Tschüss Frosch. So, das nehme ich natürlich gerne mit. Ach ja, hier gab es doch noch überall irgendwas einzusammeln. Nein, nicht das. Okay. Was auf der anderen Seite, aber das ist erst später. Ich könnte aber hier nochmal im Geisterportal speichern, oder? Lalalala. Und voll aufladen. Yay! So. Also, ich könnte jetzt noch mal kurz da lang gehen. Ach komm, die Zeit muss sein. Und dann muss ich noch nach da links oben dieses Zeug einsammeln. Ah. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. So. Da bitte. Und nach hier. Einmal kurz speichern. So. Ah, hier weht jetzt auch ein Wind. Kommt denn da auch nochmal so eine Krähe? Ja. Klar. Ich hänge irgendwie hier an der Wand fest. Das wollte ich gar nicht. Und das hier kann ich immer noch nicht zerstören, ne? Wie macht man das denn? Tja, so schon mal nicht. Speichern. So, und jetzt wollte ich nach da oben. Genau, hier ist ja jetzt zum Glück auch Wind. Der kommt ja wie gerufen. Ah, Hallöchen. Eine Fähigkeitenzelle. Nice. Aber leider brauchen wir mindestens zwei. Okay, jetzt kann ich auch hier weiter hochgehen, um dann einfach... Ja... Warum nicht? Ach nee, hier ist... nee. Nee, so nicht. Wenn da kein Wind ist... Ach so, hier. Hier kommt jetzt doch bestimmt wieder eine Krähe, oder? Autsch, ich fall genau in sie rein. Ach, egal. Du darfst heute mal am Leben bleiben. So, und dann kommt hier gleich wieder der Frosch.
weiß das. Der ist ziemlich scheiße. So. Und dann speichern wir nochmal hier. Und dann wollte ich jetzt nach links fliegen. Hier irgendwo ist doch, Moment. Ich muss noch was höher. Da, wo Kuro saß. Genau. So, das ist schön. Und jetzt einfach nach oben. Ach, aber da sind da noch Krähen. Lalala, hier ist die friedliche Musik, ja. Hallo. Ja, ich bin gar nicht da. Gab's nicht da, oben war noch was, ne? Okay, hier fehlt überall ein Wind. Das ist ganz praktisch. Muss ich hier lang? Kann man hier mal kurz stehen bleiben? Ich weiß nicht, ob ich... Ja, wahrscheinlich muss ich sogar hier lang. Hätte ich vielleicht doch erst noch nach links gehen sollen. Das hier ist Trauerpass alles. Okay. Ja, hier muss man vorsichtig sein. Hier, die kann ich alle kaputt schießen. So, ach, hier ist aber kein Wind. Naja, gut, ich... YOLO! Wie soll man denn da hochkommen? Ach, da gibt's noch so ein... Okay, ich speichere hier. Möglicherweise verletze ich mich jetzt ein bisschen. Ach nee, wenn man reinspringt, dann kann man nicht mehr hoch, ja? Autsch. Möglicherweise... Autsch. Aha. Okay. Also der Dreifachsprung war schon ganz gut. Wuhu, so. Das ist sehr gut. Und jetzt muss ich nur noch hier runterfallen, ohne zu sterben. Sehr schön. So, dann kann ich ja jetzt doch mal, was? Hier. Ultrastampfer. Vergrößert den Radius und verursacht Schaden beim Stampfen. Oder Fähigkeitenmarkierung. Lässt Fähigkeitenzellen auf der Karte anzeigen. Ist zwar ganz schön. Was gibt's denn hier sonst noch? Ausbeute bei Geisterlicht. Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt. Ja. Ah, geil. Also das ist alles sehr cool. Und hier gibt's aber natürlich... Ah, ich glaube, ich will lieber ein bisschen mehr Angriff, oder? So, das nächste braucht auch wieder zwei. So, dann speichern wir nochmal und... Jo.